herzlich willkommen auf diesem zauberhaften Wassergrundstück mit eigener Badestelle und mit einer wunderbaren Angelmöglichkeit. Wer die brandenburgische Seenlandschaft mag, der ist hier genau richtig. Das direkt am See gelegene Grundstück verfügt über ca. 1385 Quadratmeter. Auf dem Grundstück befindet sich auch zusätzliches Nebengelass. Man kann hier auch ein kleines Boot unterbringen. Es gibt gemütliche Sitzecken, eine Sauna, ein Pavillon und Abstellmöglichkeiten. Wer Wasser und die Natur mag, der ist hier genau richtig. Hier kann man sich wohlfühlen. Zum Verkauf steht ein Architektenhaus aus dem Baujahr 1995. Zwei größere Wohnbereiche sind sehr geschickt durch einen Wintergarten miteinander verbunden. Begleiten Sie uns über diese Terrasse in den mittleren Bereich des Hauses. Eine Holztreppe führt in die obere Etage. Der gesamte mittlere Bereich ist sehr hell. Zum See gelegen befindet sich der Wohnbereich mit dem Kamin, der offenen Küche. Die Einbauküche verbleibt im Haus. Viel Wert wurde auf helle Fensterfronten im gesamten Haus gelegt, was auch in der Küche auffällig ist. Sie kommen hier auch direkt wiederum auf die Terrasse. Praktisch gedacht ist dieser Vorratsraum, der sich direkt an der Küche befindet. Der Fußboden im Erdgeschoss ist gefliest, alle Türen und Fenster sind aus Holz gearbeitet. Der Kamin ist massiv und mit Granit verkleidet. Das Besondere in dem Raum ist auch die Deckengestaltung. Türen und Fenster sind aus Kiefernholz. Sie sind zusätzlich gesichert, auch mit Sicherheitsglas, abschließbaren Oliven und es gibt auch eine Sicherheitsanlage. Diese wunderschöne Galerie verbindet zwei Wohnbereiche miteinander. Wir befinden uns hier in dem Schlafzimmer. Dazu gehört ein Balkon, ein Bad und ein Wirtschaftsraum. Das Badezimmer ist mit Wanne und Dusche ausgestattet. Die Bäder im Haus sind im Jahre 2007 saniert worden. Das Besondere hier ist die bodentiefe Dusche. Und gleich neben dem Bad befindet sich ein Wirtschaftsraum. Dieser kann sehr individuell genutzt werden. Derzeit dient er als Waschmaschinenraum zum Bügeln. Er kann aber auch genauso gut ein Ankleidezimmer sein. Und über die Galerie gelangt man in den zweiten Wohnbereich. Hier hinter diesem Vorhang versteckt ist noch einmal eine Ecke, wo man noch sehr viel unterbringen kann. Hier sehen Sie das erste Kinderzimmer. Das zweite Zimmer kann man natürlich genauso gut als kleines Arbeitszimmer nutzen. Jetzt gehen wir über die Galerie wieder in die untere Etage. Dieser sehr schöne Wintergarten war immer der Essplatz für die große Familie.
Und im Erdgeschoss befindet sich noch ein zauberhaftes Kreativzimmer. Neben dem Bad in der oberen Etage gibt es natürlich im Erdgeschoss ein zweites Bad, das ist mit einer Dusche ausgestattet. Und über diese Tür geradeaus gelangen Sie dann in einen Vorraum, der als Garderobe genutzt wird unter anderem. Und hier kommen wir zur Doppelgarage. Am Auto geradeaus befindet sich noch ein vielfältig nutzbarer Raum und über der Garage gibt es noch reichlich Stauraum. Hier ist auch die Heizungsanlage untergebracht. 2008 wurde die Heizung erneuert, es gibt eine Brennwerttherme. Hier sehen Sie den eigentlichen Haupteingang. Im linken Bereich kommen Sie zu der größeren Einheit, im rechten Bereich befindet sich eine kleine Einliegerwohnung. Diese besteht aus einem Zimmer sowie einer Küchenzeile und einem Duschbad. Die Wohnung wurde für ein Au-pair-Mädchen genutzt. Hier kann man auch seinen Besuch separat unterbringen, was auch immer man benötigt. Hier sehen Sie noch einmal die gesamte Eingangsfront. Links an der Garage gibt es auch noch Unterstellmöglichkeiten. Es ist so alles gebaut, dass man von der Straße das Grundstück nicht einsehen kann. Wenn Sie auf den See schauen wollen, können Sie das wunderbar auch von der Terrasse am Wohnzimmer aus. Und hinter der Terrasse befindet sich das Saunahäuschen. Sind Sie neugierig geworden? Gern vereinbaren wir einen Besichtigungstermin. Rufen Sie uns an.